Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Adventskalender. Und wir starten heute mit einem total wunderschönen, ganz besonderen Projekt. Ich wollte es euch am Anfang meiner Serie zeigen, damit ihr viel Zeit habt, dieses Projekt nachzubasteln, weil das schon sehr aufwendig ist. Aber es rentiert sich, es ist wunderschön. Okay, und zwar wird das Ganze eine Krippe to go. Und die Idee dazu habe ich bekommen, als ich diese Karte geschenkt bekommen habe von einem lieben Teammitglied von mir, von der lieben Andrea. Das war eine Geburtstagskarte. Und die macht man hier so auf und ihr seht diesen tollen Pop-Up-Mechanismus, der da so schön aufpoppt. Und auch diese Torte, die hier sich aufpoppt. Ich hoffe, ihr seht es gut. Also die Karte hat mich natürlich total geflasht. Ihr habt euch dann auch gewünscht, dass ich euch mal die Anleitung zeige. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich mich reinfuchsen, weil das gar nicht so einfach ist. Ja, und das Ganze habe ich mir jetzt gleich für meine Weihnachtsserie genutzt, habe ich mir gedacht. Das mache ich jetzt gleich und zeige euch eine Krippe to go. Das ist jetzt draus geworden. Wir machen es noch ein bisschen in anderen Farben, beziehungsweise mit anderem Papier innen rein dann. Also eine Krippe to go. Man hat hinten noch viel Platz zum Schreiben. Und dann kann man die auch hier aufmachen. Die verschließt sich übrigens mit Magnet. Ganz hübsch. Und dann macht man die hier auf und dann kommt hier wunderschön, poppt es wieder so auf und man hat hier diese wunderschöne Krippe. Also ich finde, so Krippen to go sind ganz tolle Sachen, die man zum Beispiel auch jemandem schenken kann, der zum Beispiel im Altenheim ist oder im Krankenhaus oder so, dass auch die Personen, die jetzt keine Krippe aufbauen können oder natürlich auch einfach ältere Menschen, die jetzt nicht mehr die Energie haben, eine Krippe aufzubauen, dass sie dann trotzdem eine kleine Krippe haben und sich die hinstellen können. Und das finde ich einfach total schön und deswegen kommen auch im Laufe des Adventskalenders nochmal mindestens zwei Ideen für eine Krippe to go. Und das ist eben die erste. Genau, mit diesem wunderschönen Pop-Up-Effekt. Ich hoffe, ihr seht es gut und ich kann es gut einfangen. Es ist einfach, ja, wirklich ein toller Effekt. So ihr Lieben, und jetzt starten wir. Und wie gesagt, nehmt euch dafür ein bisschen Zeit, es ist aufwendig, man braucht viel. Und wir legen jetzt einfach mal los. Als allererstes zeige ich euch mal wieder die Bestellnummern für die Materialien, die ich verwende. Ich nehme jetzt hier das Designerpapier Weihnachtsblüten für unsere Version. Flüsterweiß brauche ich für sämtliche Sachen, wo man stempelt. Marineblau und Sahara Sand sind so meine Grundfarben und Olivgrün ist auch noch ein bisschen Deko. Und dann braucht ihr vielleicht noch ein Stück Sahara Sand, ein Stück Safrangelb. Für den Stern und so. Also so ein bisschen Farbe darf natürlich auch nicht fehlen. Und die Materialien, die habe ich euch jetzt schon mal den größten Teil hergerichtet. Das zeige ich euch jetzt alles so im Laufe des Videos. Ich habe das Ganze umgerechnet. Also die Andrea hat mit Inch gearbeitet, glaube ich. Das wird jetzt heute eine Zentimeter-Anleitung, weil das einfach einfacher ist. Für mich war es jetzt schwierig zum Umrechnen, aber ich glaube, für jeden von uns Bastlern, glaube ich, ist so Zentimeter immer so ein bisschen besser. Ich persönlich bastel lieber in Zentimeter. Und als erstes brauchen wir dieses ganze Material. Und ich wollte euch das so aufschreiben, damit ihr euch hier ein kurzes Pausebild machen könnt oder ein Screenshot. Und dann könnt ihr das verwenden und zuschneiden und habt da ein bisschen auch was zum Sehen. Als erstes habe ich hier ein Papier in Sahara Sand. Das ist mein Grundpapier und das ist aus einer Seite DIN A4 Papier in der Länge, also 29,6 cm. Und 15 cm ist es in der Breite. Dann habe ich Designerpapier zwei Stücke. Das sind unsere Pop-Up-Seiten, die hier so aufklappen. Ich habe jetzt hier dieses Holzpapier, benutze ich jetzt in dem Video. Das finde ich sehr schön. Das passt natürlich auch zum Krippenthema, finde ich ganz gut. Und das habe ich zweimal in dem Maß 25 x 15 cm. Dann habe ich Farbkarton innen. Das ist wie so eine kleine Karte. Der hat das Maß 25 cm x 9,5 cm. Und der ist schon gefaltet bei 12,5 cm. Ein Farbkarton auch in Marineblau. Das ist meine Deko. Einmal Farbkarton für die Frontseite in 14,5 x 12 cm. Und das Ganze nochmal. Also Frontseite und Rückseite, wo man eben dann noch viel beschriften kann. Ich habe es jetzt schon ausdekoriert mit der Krippe und mit den Sachen, weil ich einfach ein bisschen Zeit in dem Video sparen wollte für euch.
Dann habe ich Flüsterweiß auf der Rückseite, das habt ihr jetzt schon gesehen, das hat das Maß 14 x 11,5 cm. Das habe ich schon draufgeklebt und vorher bestempelt. Dann habe ich zwei Laschen mit dem Maß 14,5 x 3,5 cm. Die habe ich mir nur abgerundet, das machen wir aber gleich zusammen, dass ihr das gut seht. Und dann habe ich noch ein Sahara-Sandstückchen, das hat das Maß 9 x 8 cm. Und das kommt dann nachher einfach hinter unsere Krippe, dass das noch ein bisschen besser raussticht von diesem marineblauen Papier. Genau, als Deko habe ich mir schon ein bisschen was ausgestanzt und aufgeklebt und aufgebaut. Also schon einige Figuren, das zeige ich euch alles nachher nochmal, weil ja, da braucht ihr schon ein bisschen Deko. Und natürlich die Krippe to go braucht natürlich Krippenfiguren. Und dann habe ich hier noch ein Stück ja, Farbkarton in Sahara-Sand mit dem Maß 8,5 x 7,5. Und vorne drauf geklebt ist schon 8 x 7 cm mit Flüsterweiß auch bestempelt und startklar fertig gemacht. Das ist alles, was ihr braucht. Wie gesagt, es steht alles auf eurer Materialliste sozusagen. Die könnt ihr euch einfach am Anfang abfotografieren. Und was ich mir zuerst gedacht habe, meine Grundidee war eigentlich, diese Karte mit diesem wunderschön beflockten Papier zu machen, dass das an der Seite so aufpoppt. Aber das kann ich euch ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil das Papier so fest ist. Also so ein Designerpapier ist da super geeignet. Farbkarton, denke ich, würde noch gehen zur Not, aber ich würde euch eigentlich dünnes Designerpapier empfehlen, weil ja, mit so einem Pergamentpapier geht es eigentlich fast gar nicht. Ihr seht es zwar, es ist schon gefalzt und so, aber das poppt nicht richtig schön auf und da muss man sich ärgern. Das kann ich euch leider nicht empfehlen, aber es wäre eine schöne Idee gewesen, grundsätzlich. Und starten tue ich jetzt mit Falzen von meiner Grundkarte. Dazu nehme ich mir mein Sahara-farbenes Papier, Sahara-Sand, und lege mir jetzt diese lange Seite ein und falze mir das Ganze einmal bei 12,5 cm. Also ich lege mir das immer hier an und dann falze ich mir das. Mit der hellen Klinge natürlich. Und dann bei 12,8. Dann bei 25 cm. Bei 25,3. Und bei 25,6 cm. So. Und da entstehen dann hier drei Falzlinien. Ihr könnt es sehen und hier noch zwei. Genau. Und das mache ich jetzt gleich so, dass ich mir die als erstes mal kurz nachziehe mit dem Falzbein. Ganz vorsichtig, also das soll jetzt nicht total... Ich mache es am besten immer, ich würde euch raten, am besten das erstmal mit den Händen vorzufalzen. Und dann vielleicht mit dem Falzbein noch einmal zärtlich nachzuziehen. Also nicht zu stark. Weil das ist, die Karte bringt sich dann nachher im Prinzip selbst in Form. Und dazu sind diese Falzlinien einfach noch so ein bisschen eine Hilfestellung. Bei diesem Dreier ist es gar nicht so einfach. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Erst mit den Händen, wie gesagt, und dann einfach mit dem Falzbein nochmal so ein bisschen nachgehen. Und die Zweier, die könnt ihr einfach so nachbiegen. Da muss man eigentlich gar nicht richtig nachfalzen, weil es geht, wie gesagt, von alleine so in Form. Genau, also das ist meine Grundkarte. Und was ich hier als erstes mache, ich nehme mir noch einen Eckenabrunder und runde mir hier unten diese Lasche ab. Ich kann euch auch eine Stanze einblenden, wo es den Eckenabrunder noch gibt. Das ist jetzt eine ältere Stanze, aber es gibt noch so eine Dreierstanze. Dann blende ich euch einfach die Bestellnummer ein. Dann habt ihr da auch einen Eckenabrunder. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt meine Grundkarte. So, und als nächstes machen wir weiter mit diesen beiden Designerpapieren. Diese beiden Designerpapiere werden nachher unser Pop-up-Mechanismus. Und dazu müssen wir uns erstmal eine Markierung setzen, bevor wir die ganzen Falzlinien machen können. Ihr habt also zwei Seiten Designerpapier mit dem Maß 25 x 15 cm. Ich muss immer kurz spicken, dass ich euch die richtigen Maße sage. Und jetzt mache ich mir dann eine Markierung. Und da zoome ich euch jetzt noch ein bisschen näher hin, dass ihr das besser seht. Also, ich lege mir jetzt mein Papier. Am besten nehmt ihr wirklich ein Geodreieck. Als erstes müssen wir uns nämlich die Mitte markieren von unserem langen, von unserer langen Seite. Und von unten 2,5 cm. Das heißt, ich lege mir das hier schon mal an, dass diese 2,5 cm von unten sind. Und dann mache ich hier 10 und eben da noch 2,5. Und mache mir dann hier eine Markierung hin. Also, die ist jetzt genau bei 12,5 cm von beiden Seiten, von rechts und links. Und von unten nach oben sind es 2,5 cm. Diese Markierung ist für uns total wichtig. Das ist ein kleiner Punkt hier und das mache ich auf dem zweiten Papier ganz genauso. Also ich lege es mir nochmal bei 2,5 von unten an, orientiere ich mich hier mal bei 10 cm und mache dann hier bei 12,5 cm
meine Markierungen. Und wie gesagt, ich messe nochmal nach, weil das ist wirklich eine wichtige Markierung, die sollte stimmen. 12,5 beide Seiten und von unten 2,5 nach oben. Okay, und jetzt können wir uns das Ganze mal falzen. Und dazu schnappe ich mir meinen Papierfalter und ein langes Lineal als erstes. Ich gehe nochmal ein bisschen raus, dass ihr das verfolgen könnt. Gut. Und das allererste, was ich mache, ist, dass ich mir hier eine Falzlinie setze von meiner ganz spitzen Ecke hier unten bis zu meinem Markierungspunkt. Und das Ganze mache ich in die andere Ecke genauso, also wieder von meiner Markierung bis zu dieser Ecke. Das Lineal wirklich gut festhalten und dann einmal kräftig nachfalzen. Ich hoffe, ihr könnt die Linien einigermaßen erkennen. Also eine Linie ist genau von der Ecke bis zur Markierung und die andere von der Markierung zur anderen Ecke. Und was ich da noch mache, ist, dass ich mir eine diagonale Linie setze. Und da nehme ich dann aber lieber den Papierschneider. Also das soll dann ganz genau sein, dann nehme ich lieber den Papierschneider. Den hole ich mir jetzt auch gleich. Ich mache euch vielleicht das andere dann im Schnelldurchlauf. Mal gucken. Also da mache ich es jetzt so, da lege ich es mir jetzt einfach bei 12,5 cm an, das Papier mit der langen Seite. Ups. Und dann mit eurem Papierfalter könnt ihr in diese Rille gehen und könnt euch das falzen. Und zwar nur von meinem Punkt hier bis hier rüber. Jetzt habe ich hier diese Dreiecke eigentlich. Also ich habe diese Falzlinien von der Diagonale bis zur Markierung und in der Mitte bis zur Markierung. Man sieht es schlecht, aber ich glaube, es ist eigentlich einigermaßen erkennbar. Okay. Und so mache ich es mit meinem anderen auch. Ich habe überlegt, ob ich euch das jetzt zeitlich spulen lassen soll, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich es euch einfach nochmal erkläre. Und zwar gehe ich wieder von meiner äußeren Spitze bis zu meiner Markierung und falze mir das jetzt noch einmal schön nach. Gut festhalten, das Lineal. Und dann von meiner anderen Spitze hier unten auch nochmal bis zur Markierung hin. Und dann schnappe ich mir nochmal meinen Papierschneider, lege mir meine lange Seite oben ein. Hier oben ist mein Markierungspunkt. Das Ganze bei 12,5 cm, weil das ja unsere Mitte ist vom Papier. Und mache mir meine Klappe hier zu. Und ich zoome euch jetzt auch nochmal ein bisschen näher hin, dann könnt ihr das genau sehen. Ich kann auch diesen Arm mal einklappen, dann habe ich mehr Platz. Ich weiß nicht, ob ihr den Punkt sehen könnt. Aber ich erkläre es euch. Von diesem Punkt, also meine Markierung ist genau hier, wo jetzt die Spitze ist von meinem Papierfalter. Von hier bis hier runter mache ich mir so eine gerade Falzung. So sieht das Ganze jetzt aus. So, jetzt haben wir zwei gleiche Papierstücke, die werden wir nachher dann so rum aufbringen. Und jetzt können wir falzen. So, ich habe mir jetzt nur meine beiden Markierungspunkte wegradiert mit meiner Radiergummi. Und jetzt lege ich mir diese kurze Seite an. Also ihr seht, meine Diagonale geht jetzt hier so runter. Und jetzt lege ich meine kurze Seite hier oben in den Papierschneider ein bei 2,5 cm. Und dann, wichtig ist jetzt, finde ich hier, tu die Schneideklinge weit weg. Dann nehme ich mir wieder meinen Falzer. Ich finde, mit dem tut man sich da ganz leicht, dass man wirklich nur bis zu dieser Diagonalen hinfalzt. Weil das müssen wir jetzt machen. Also ich habe jetzt hier 2,5 cm. Papier muss gut angelegt sein, dass es ordentlich gefalzt wird. Und dann ziehe ich mir einfach hier einen Falz, aber nur bis zu dieser diagonalen Linie, die wir uns da vorher gemacht haben. Und das Ganze mache ich oben und das Ganze mache ich unten. Ist ja hier auch bei 2,5 cm angelegt und auch nur bis zu dieser diagonalen Falzlinie. So, jetzt seht ihr überhaupt nichts wahrscheinlich. Vielleicht sieht man es bei dieser Falz ein bisschen. Oh Gott. Wartet mal, ich habe mir so ein Muster gemacht. Das ist jetzt nicht besonders schön, aber ich glaube, hier sieht man es ein bisschen besser. Also so war jetzt die Falzlinie eingelegt, die Diagonale. Und jetzt nehme ich mir mal einfach so einen Stift und zeige euch, was ich hier mache. Also ich falze nur von hier oben bis zu dieser Diagonale. Die Diagonale geht hier. Also es wird jetzt nicht schön, gell? Wundert euch nicht.
Aber bis hier falze ich mir das Ganze. Und jetzt das nächste falze ich mir wieder bis zu dieser diagonalen Linie. So falzen wir uns das jetzt einmal durch. Seht ihr das? Also so legt es ein bis zur Diagonalen bei 2,5 cm. Und so machen wir jetzt weiter. Ich schnappe mir wieder mein Papier und lege mir das jetzt an bei 5 cm. Wieder hier oben bei 5 cm anlegen. Ich mache mir meine Führung von dieser Klinge wieder zu und falze mir das mit meinem Falzbein wieder nur bis zu dieser Diagonalen. Und wie gesagt, das mache ich oben und das mache ich auch unten gleich wieder, auch wieder bis zur Diagonalen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz an meinem Muster. Also ich habe jetzt hier das so gefalzt. Okay? Jetzt kommt die nächste Linie, die wir uns falten, auch wieder oben und unten. Und das machen wir jetzt bei 7,5 cm. Wieder hier oben bei 7,5 cm anlegen und wieder mit dem Falzbein nur bis zur Diagonalen gehen. Und wieder von unten genauso wieder bis zur Diagonalen. Und das Ganze machen wir jetzt noch einmal bei 10 cm. Auch wieder bis zur Diagonalen, oben und unten. Und dann sieht jetzt unser Papier, hier sieht es einfach besser, so gefalzt aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Und was wir jetzt noch machen, ist, dass wir uns das einmal drehen, sodass die lange Seite oben drin liegt. Und hier mache ich es genauso. Ich fange mit 2,5 cm an, lege es mir also hier in meinem Papierschneider bei 2,5 cm ein. Seht ihr? Mache mir wieder diese Klappe zu, suche irgendwo meinen Falzstift und mache es wieder so, dass ich nur bis zu dieser Diagonalen gehe. Und jetzt aber nur von oben. Das heißt, wir müssen hier unten nichts mehr falzen, sondern nur diesen Strich habe ich jetzt gezogen bei 2,5. Jetzt mache ich den nächsten, auch wieder bis zur Diagonalen. Und den nächsten, auch wieder bis zur Diagonalen und den nächsten. So sieht das Ganze jetzt gleich aus und ich zeige euch, welche Maße, die sage ich euch. Und zwar bei 2,5 haben wir es gemacht, das nächste ist bei 5 cm. Wieder bis zur Diagonalen gehen. Dann bei 7,5 cm wieder. Immer hier anlegen und hier falzen, 7,5 und das letzte noch bei 10 cm. Dann sieht unser Papier jetzt so aus. Okay? Und jetzt schieben wir das Ganze weiter, weil wir wollen ja hier auf dieser Seite das Gleiche machen. Jetzt schieben wir uns das weiter. Ich muss mir kurz diesen Arm da ausklappen. Auf, wo waren wir jetzt? Bei 10 cm. Jetzt kommen wir auf 15 cm. Und wir machen jetzt, ich male euch das zuerst auf, dass ihr das seht. Also das wird die nächste Linie. Jetzt machen wir ja diese Linie und die ist jetzt bei 15 cm. Wieder bis zur Diagonalen. Die nächste Linie ist dann bei 17,5. Auch wieder bis zur Diagonalen. Ich zeige euch das nochmal anhand von diesem Papier, was ich hier eigentlich mache. Und die nächste Linie ist bei 20 cm. Also bei 20 cm. Hier drüben oben anlegen bei 20 cm. Falzen bis zur Diagonalen. Und schließlich noch bei 22,5 cm. Ups, da muss man ein bisschen rüberschieben. Auch wieder bis zur Diagonalen. Also die letzte Linie ist eben hier bei 22,5, wieder bis zur Diagonalen. Und so sieht jetzt euer Papier gefalzt aus. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Hier in der Mitte habt ihr ja noch diese Mittellinie, die wir uns am Anfang hingemalt haben. Und so sieht das Ganze jetzt aus. So. Und das Ganze machen wir jetzt mit dem zweiten Papier ganz genauso. Ich mache es jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber ich nehme euch nochmal genau mit. Also ich habe es jetzt wieder so liegen, dass meine Diagonale hier so rüber zeigt, also mein Dreieck zeigt jetzt so rüber, genauso wie vorher. Leg mir meine kurze Seite wieder oben an und der erste Falz ist wieder bei 2,5 cm. Ja, ich muss immer noch spicken, dass ich euch das Richtige sage.
Und zwar bis zur Diagonalen von oben und von unten. 2,5, die nächste ist 5 cm. Das sind eigentlich ganz gute Maße. Wieder bis zur Diagonalen von oben und von unten. Jetzt kann ich mal ein bisschen rausgehen, dass ihr es ein bisschen besser seht. 5 cm. 7,5 cm. Hier oben anlegen, falzen bis zur Diagonalen von oben und von unten. Ich habe das jetzt gut erwischt. 7,5, dann 10 cm. Wieder von oben bis zur Diagonalen, von unten bis zur Diagonalen. Und bei 10 cm ist Schluss. Somit haben wir diese Linien gezogen, oben und unten, die nach oben gehen. Dann drehen wir uns das Ganze, dass die lange Seite oben liegt. Starten wieder bei 2,5 cm. Achtung, ganz gerade anlegen natürlich. Also ich zeige es euch nochmal anhand dieses Papiers. So legt das Ganze jetzt ein mit eurem Dreieck, das nach unten zeigt, zur Spitze. 2,5 cm. Bei 5 cm, diesmal nur von oben, bis zur Diagonalen natürlich. Bei 5 cm, bei 7,5 cm. Bei 10 cm ich sehe meine Linien ganz schwer. Bei 15 cm bis zur Diagonalen und bei 17,5 cm bis zur Diagonalen. Bei 20 cm bis zur Diagonale und bei 22,5 cm als allerletzten bis zur Diagonale. So, dann muss das Ganze so aussehen und dann seid ihr safe. So ihr Lieben, und jetzt müssen wir das Ganze Vorgefalzte noch nachfalzen. Also ich habe es euch jetzt mal schon hier ein bisschen eingefalzt, dass ihr so ein bisschen die Linien erkennt. Und jetzt ist es ja so. Also, als allererstes falze ich mein Dreieck nach, also diese Spitze von meinem Dreieck sozusagen. Dazu klappe ich mir einfach meine Falz so ein bisschen nach. Also erstmal mache ich das ganz vorsichtig mit den Fingern. Das soll ja hier eigentlich auch nicht weitergehen. Also soll ja wirklich nur bis zu dieser Markierung gehen. Und dann schnappe ich mir das Falzbein und mache mir das wirklich schön, falze mir das richtig schön scharf nach. Bis zu dieser Markierung immer nur, gell? Nicht weiter drüber gehen. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Also da mache ich es auch so, dass ich wieder mit den Händen erstmal die Falzlinie so ein bisschen nachziehe und dann eben das Ganze scharf nachfalze. So, jetzt haben wir diese, sieht aus wie ein Briefkuvert eigentlich. Und dann mache ich so, dass ich mir diese Mittelfalz auch noch nachfalze und zwar so nach oben. Also ich knicke mir im Prinzip das Papier so zusammen. Ihr könnt euch auch super an dem Designerpapier orientieren. Ich habe ja unten die eine Seite und oben dieses Holzpapier und das Holzpapier geht eben so nach oben. Dann habe ich jetzt hier so ein bisschen so diese Spitze rausgearbeitet. Das kann man, glaube ich, sogar in der Kamera ganz gut erkennen. Und jetzt falze ich mir das eigentlich so von außen nach. Also das heißt, ich knicke mir hier meine Linien immer so ein. Ich knicke mir die immer so ein, dass dieses Holzpapier, also dass das nach oben steht immer. So seht ihr das? Also das mache ich jetzt zuerst mal so an der Spitze. Und die falze ich mir dann so ein bisschen ein und falze mir das dann hier noch so schön nach. Dass sich das dann nachher so ein bisschen selber aufpoppt. Diese beiden Linien gehen so ein bisschen nach oben, diese Ecke. Und die nächsten Linien, die hier, die gehen so ein bisschen nach unten. Also das hat diesen kleinen Ziehharmonika-Effekt. Das heißt, da falze ich mir das jetzt so ein bisschen nach oben. Ich gehe hier mit meinem Finger so hin und falze mir das jetzt von der anderen Seite nach. Also jetzt seht ihr so ein bisschen die andere Seite von meinem Papier. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Also jetzt sehe ich kurz diese andere Seite vom Papier. Dann kann man das hier schon so richtig einklappen, diese Seite. Die nächste Seite, die nächsten Falzlinien, die gehen wieder nach oben. Das heißt, ich sehe dieses andere Papier auf der Rückseite nicht, sondern ich sehe nur dieses Holzdekor. Und falze mir das wieder mit den Händen erstmal so ein bisschen vor. Auf beiden Seiten. Wenn ihr das bei beiden Seiten gemacht habt, dann
klappt sich das eigentlich schon so automatisch so nach innen. Und dann ist die nächste wieder nach zur anderen Seite hin. Das heißt, ich lege mir hier meine Hände wieder hin an diese Falzlinie und drücke mir das so von unten so ein bisschen dagegen, damit sich die Falzlinie schön legt und kann dann mit dem Papierfalzer nochmal schön drüber falzen. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Also hier ist meine Linie. Und so sehe ich wieder die Unterseite und habe mir dieses wieder schön nachgefalzt. Seht ihr, und wenn ich das jetzt hier so ein bisschen hebe, dann, das, ich hoffe, man erkennt das auch von oben, das geht dann schon von alleine so ein bisschen in diese Form. So, und jetzt haben wir wieder dieses Mittelteil, das ist ja sowieso nach oben gegangen, also das passt so, das haben wir ja vorher schon vorgefalzt und fangen nochmal von der äußeren Ecke zusammen an. Wieder hier ist es wieder so, dass ich nur das Holzdekor sehe, also ich mache es nach oben, diese Spitze, falze mir diese beiden Linien so ein und falze mir das hier so nach und habe dann diesen Flügelchen hier. Das nächste ist wieder flach, also nach innen gehend, wie so eine Ziehharmonika. Das heißt, ich falze hier mein Unterseitenpapier nach. Also ich hoffe, die Erklärung ist gut. Wie gesagt, ich habe mir das selber alles so erarbeitet, diesen Prozess mit diesen Falzen und so. Und das finde ich schon bei dieser Karte das Anstrengendste. Aber wenn ihr das so mitmacht, ich glaube, dann erkennt man es ganz gut. Also nach oben, nach unten, jetzt kommt wieder nach oben. Das heißt, ich falze es mir wieder mit den Händen so nach oben nach. Und das seht ihr, es geht eigentlich von alleine wirklich schon immer in diese Richtung. Ich kann mir das noch einmal gescheit nachfalzen, dass das schön stramm ist. Und dann mache ich hier unten nochmal nach unten. Das heißt, ich gehe mit meinen Händen hin, drücke mir das Papier da dagegen, falze es nochmal nach. Bei der anderen Seite auch wieder an meine Falzen gehen mit zwei Fingern, nach oben falzen und nochmal nachfalzen. Dieses Mittelelement, wie gesagt, das geht ja von alleine nach oben. Und dann haben wir hier unsere beiden Papiere fertig. So, Busa, wirklich, das ist das Schwierigste an dem Ganzen. Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir gut dabei. Ich kann mir das auch wirklich hier so ein bisschen einfalzen. Die Linien wissen eigentlich alle, wo sie hingehen müssen. Und ich habe jetzt hier meine Papiere genau gleich gefalzt und lege mir die nachher einfach eins zur rechten Seite und eins zur linken Seite hin. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist das ganze Hexenwerk. Also, wie gesagt, wirklich bis hierhin ist es schwierig und ab jetzt können wir ganz entspannt alles zusammenbauen. So ihr Lieben, und jetzt würde ich persönlich an die ganze Deko gehen. Ich habe ja hier gearbeitet mit der Weihnachtskrippe, die hat diese Bestellnummer, und mit den passenden Stanzformen dazu. Das sind die Stanzformen Krippenszene, die haben diese Bestellnummer. Und aus diesen ganzen Stanzformen habe ich schon ganz viel vorbereitet, dass es jetzt einfach ein bisschen schneller geht. Weil ihr habt gesehen, der Mechanismus ist ein bisschen aufwendig, deswegen ist die Deko jetzt schon mal startklar. Ich habe so gemacht, ich habe mir aufgestempelt in Sahara-Sand auf Flüsterweiß alle Figuren außer den Esel, den habe ich in Schiefergrau gestempelt. Und die Krippe jetzt zum Beispiel, die habe ich eben aufgestempelt mit Sahara-Sand, habe sie dann koloriert mit den Aquarellstiften. Habe mir dann die zwei Palmen ausgestanzt und diesen Stern hier vorne noch drauf geklebt. Den habe ich 3D aufgeklebt und die Palmen einfach so mit dem Flüssigkleber dahinter. Könnt ihr auch eine Spitze abschneiden, wenn da was raussteht. Und habe jetzt so mal schon mal die Krippe an sich. Dann den Esel, wie gesagt, habe ich in Schiefergrau aufgestempelt. Auch ausgemalt mit Grau und mit Gelb an den Hufen. Auch mit Aquarellstiften. Maria Josef und das Jesuskind habe ich auch aufgestempelt in Sahara Sand und auskoloriert mit den Aquarellstiften. Und dann habe ich mir noch ein Schäfchen aufgestempelt und ausgemalt. Also wenn ihr diese Sachen bastelt, dann macht ihr es wahrscheinlich auch automatisch so, dass ihr euch die Sachen öfter aufstempelt und dann öfter ausschneidet. Für die Deko vorne braucht man nämlich auch noch dieses andere Element. Das ist eben das hier aus diesen Stanzformen. Das habe ich in Sahara Sand ausgestanzt. Dann nochmal einen Stern in 3D oben drauf geklebt. Der ist auch in diesem Set. Also ich habe wirklich nur die beiden Sets verwendet. Wieder ein Schäfchen und eine Palme und dann habe ich mir noch dieses Freuet euch, das ist auch in dem Stempelset drinnen, habe ich mir einfach aufgestempelt und dann mit der Stanze, klassisches Etikett, das ist diese Stanze, einfach einmal ausgestanzt, bisschen gebogen, das Falzband und dann da so aufgeklebt. Und gestempelt habe ich ansonsten noch mit den Sternen und den Sprüchen aus diesem Stempelset besinnliche Weihnachten und viel Freude an jedem Tag im neuen Jahr. Und denn ein Kind ist geboren, also man hat ja vorne das Freut euch und dann hinten denn ein Kind ist uns geboren. Und die kleinen Sterne sind natürlich auch alle aus dem ganzen Set. An Stempelfarben habe ich Safrangelb und Marineblau so verwendet. So finden sich alle Farben wieder und so habe ich die Deko gestaltet.
Und jetzt bauen wir die Karte einfach schon mal zusammen. Die Deko, wie gesagt, ist schon alles hergerichtet. Die lassen wir jetzt mal. Weil wir müssen auch hier noch ein bisschen was beachten mit den Magneten und so. Und genau. Okay, jetzt legen wir mal los. Als erstes nehme ich jetzt mal meine Innenkarte. Das ist dieses marineblaue Papier. Was hatte das für ein Maß? Muss ich mal schnell schauen. 25 cm mal 9,5 cm. Und da habe ich noch so einen kleinen Clou gemacht. Und zwar nehme ich mir jetzt als meine ganzen Deko-Elemente mal her. Nehme ich mal die Krippe und dieses Sahara-Sandfarbene Papier und wollte das so haben, dass das quasi im Hintergrund ein bisschen heller ist. Man kann es natürlich auch einfach so aufkleben und dann die Figuren hinmachen. Ich habe es jetzt nur so gemacht, dass ich das Ganze noch ein bisschen heller im Hintergrund haben wollte und da jetzt die Figuren quasi in den Stall auf dieses hellere Motiv haben wollte. Und deswegen habe ich mir hier einfach mit einem Bleistift so einen kleinen Rahmen gesetzt, wie mein Stall da sozusagen ist. Das könnte man eigentlich auch, naja, doch, ich glaube, ich habe es innen rein gemacht. Ich setze mir dann nur so ganz leicht so einen Rand mit ganz einer dünnen Bleistiftspur und schneide mir das jetzt aus, aber nicht direkt an der Linie, sondern so ein bisschen weiter versetzt. Also wir haben ja dann noch so ein bisschen Puffer von dem Stall und von den kleinen Rahmen lasse ich das stehen. So, seht ihr das gut? Also ein bisschen um diese Linie schneiden. Die Linie, die können wir uns jetzt auch gleich wieder wegradieren. Die war jetzt eben nur. Wobei, wir können es auch einfach umdrehen, glaube ich. Schauen wir mal, ob es umgedreht genauso geht, ob der Stall gleich ist. Ja. Einfach umdrehen, sparen wir uns das Radieren. Und das Ganze setze ich jetzt hier an und möchte mir hier noch so mittig so eine Markierung reinmachen in meine Grundkarte, in diese blaue. Also, ich habe mir die Maria und Josef aufgesetzt und dann einfach hier am Rand, wo der Josef und die Maria mit ihren Kleidern aufhören, so eine kleine Markierung gesetzt. Ich halte euch das jetzt mal ganz nah, dass ihr das seht. Das müsst ihr alles gar nicht machen. Ihr könnt es auch einfach weglassen. Aber wenn ihr das auch so ein bisschen mehr 3D haben wollt, so wie ich jetzt, könnt ihr das natürlich noch machen. Und an diesen beiden Punkten schneiden wir uns jetzt noch eine kleine Ecke aus. Dann lege ich mir jetzt meine Markierung direkt in die Mitte von meinem Schneidebereich und schneiden mir da jetzt einfach so ein bisschen, so einen Zentimeter nach oben ungefähr. Das war jetzt viel zu weit oben, weil ich diese Klinge noch nicht abschätzen kann, aber das macht nichts. An der anderen Seite auch. Ich schneide es mir sowieso mit der Schere nach. Das ist mir lieber, bevor ich mir da irgendwas Wichtiges wegschneide. Habe ich mir jetzt hier an dieser Linie im Prinzip, bin ich da ein bisschen nach oben gegangen und gehe mir jetzt da mit der Schere hinten rein und schneide mir dann noch so ein Kleberand ab. Also ihr werdet euch jetzt erstmal wundern, was ich da Komisches mache, aber ihr seht gleich, was ich damit meine. Schneide mir nochmal bis zu meiner Markierung vor. Ich klebe mir nämlich dann das hier auf meine Rückseite so an. So sieht man es auch ganz gut. Und mein Maria und Josef setze ich hier vorne drauf, dass die noch so ein bisschen weiter vorstehen. Das ist nur so ein ganz kleines Highlight, aber das fand ich ganz witzig, dass die dann noch ein bisschen vorstehen, weil da kommt ja noch das Eselchen in den Hintergrund und dann hat man hier noch so ein bisschen mehr 3D-Effekt. So, und dazu, damit ich das schön ankleben kann und die dann an der Seite hier nicht diese Ränder rausschauen, schräge ich mir das jetzt auch noch ganz gut an hier. Wenn man denn da hinkommt. So, guck mal nochmal, ob es passt. Ja, so sieht man jetzt hier am Rand keine, Entschuldigung, jetzt war ich gar nicht im Bild, am Rand gar kein Überstand mehr von diesem blauen Hintergrund. So. Das war auch noch ein bisschen tricky und jetzt geht es aber wirklich ans Zusammenbauen von der Karte. So, mit dem fange ich jetzt an. Das heißt, ich klebe mir jetzt zuerst mal meinen Hintergrund an, mit Flüssigkleber einfach. So mache ich mir jetzt da den Flüssigkleber drauf und klebe mir das jetzt einfach mal hier so hin. Und da klebe ich dann gleich mal meine Kette drauf. Dann nehme ich meine Maria und meinen Josef und setze mir den hier unten drauf. Da mache ich jetzt den Kleber einfach hier so ein bisschen hin. Auch nicht zu weit runter, das hebt trotzdem, es passt, dass da nichts rausläuft oder verschmiert. Und das mache ich relativ weit oben hin. Ich möchte, dass man das hier noch so sieht hinter der Maria. So.
Ich glaube, so sieht das eigentlich ganz gut, oder? Und dann habe ich ja natürlich noch das kleine Schäfchen, das ich jetzt hoffentlich nirgends verloren habe. Genau, das ist hier. Und das klebe ich mir einfach mit so einem Mini-Klebepunkt, mit so einem Mini-Dimensional auf. Das darf ruhig ein bisschen erhaben sein. Das kommt hinten auf den Poschi, auf die Rückseite. Und dann kommt das hier so an der Seite hin. Steht das auch noch ein bisschen vor. So, schaut sich das natürlich auch an. Und so ist jetzt meine Krippenszene innen schon mal fertig. Wer möchte, könnte hier hinten auch noch so ein kleines Stück Dimensional reinmachen. Das mache ich jetzt auch. Dann sieht man auch diese Dreidimensionalität noch ein bisschen. Das machen wir jetzt mal dahinter, hinter die Krippe. Ups. Und vorne eben noch das kleine Schäfchen, das da so rüber schaut. Das kann auch noch ein bisschen zur Seite. So. Und dann hat man hier, sieht man schon ein bisschen mehr Dimensionalität in dem Ganzen drinnen. Und wenn man das eben dann aufklappt, dann klappt es hier so schön vor und man hat eben diesen Effekt, dass es nur ein bisschen mehr nach vorne schaut. Kann man machen, muss man aber nicht. Also wirklich, ja, wie ihr das wollt. So, ein bisschen stempeln tun wir noch. Das habe ich gerade gesehen, dass ich das vergessen habe. Ich nehme jetzt mal kurz ein Schmierpapier und setze mir hier noch aus meinem Stempelset diese wunderschönen Sternchen auf. Das fand ich einfach noch einen schönen Hintergrund. Und da tut man sich viel leichter, wenn man das vorher macht. Dann nehmen wir mal den großen und den kleinen Stern raus. Stempelblock. Und mit denen gehe ich hier einfach noch so ein bisschen drüber. Da kommen dann nachher noch ein paar Glitzersteine drauf. Jetzt habe ich da den Rand hingekriegt. Aber so hat man auch so ein bisschen, ja, auch noch ein bisschen mehr Tiefe, muss man sagen. Also das macht schon noch ein bisschen was aus. Unten können wir gleich unser Schild aufkleben. Das mache ich auch flach mit Flüssigkleber einfach drauf. Ups, das fliegt mir gleich davon. Und das kommt hier so ein bisschen schön mittig in diese Karte rein. Also das hat nach oben und nach unten den gleichen Rand und rechts und links den schmaleren Rand. So, möglichst gerade. Dann ist unser Innenbereich mit der Krippe schon fertig. Und jetzt kleben wir uns noch unsere drei Mittelelemente zusammen, dass wir die danach in die Karte reinbauen können. Da schnappe ich mir jetzt den Flüssigkleber und klebe mir dieses Papier ein bisschen an. Also Achtung, vorher müsst ihr euch das natürlich richtig rum hinlegen. Und ich gehe hier nicht ganz bis zu diesen Punkten. Also ich orientiere mich wieder an dieser Spitze. Das darf nicht ganz da dran sein. Wichtig ist vorher so hinlegen, dass wir hier diese Spitzen, ihr seht es, die zeigen quasi in die Mitte. Unsere beiden Spitzen, ich zeige es so an diesem, also diese Spitze zeigt nach links und diese Spitze zeigt nach rechts. So. Und so kleben wir uns das Ganze an. Und dann nehme ich mir, wie gesagt, den Flüssigkleber. Und klebe mir das jetzt so an, dass ich einmal oben und unten gerade bin mit meinem Papier. Da orientiere ich mich dran. Und dass meine Spitze hier, was sind es, vielleicht 2 mm von dieser Mitte weg ist. Also diese, an dieser Falz könnt ihr euch orientieren und an dieser Gelänge. Und diese Spitze, die ist ein kleines bisschen weiter draußen. Also die ist nicht ganz da dran. Nicht ganz an dem blauen Papier dran. Und auf der anderen Seite mache ich es genauso. Dann nehme ich mir auch wieder den Flüssigkleber. Setze mir da ein bisschen was auf. Gehe auch nicht bis zu meiner Spitze hier ganz hin. Und setze mir das dann noch hier dahinter. Wieder orientieren, dass das Papier gerade ist. Also das könnt ihr hier unten machen, dass es schön den Abschluss hat und oben. Und auch hier wieder nicht ganz an den Punkt, sondern so ungefähr 2 mm. So, jetzt klebt es da schön dran. Und jetzt macht ihr es so, dass ihr einfach hier in der Mitte unter diese Spitze, also unter diesen Mittelpfeil sozusagen reinfasst, hier das so zusammennehmt und euch das dann einfach so reinbiegt. Vielleicht müsst ihr noch ein bisschen helfen auf der Seite. Seht ihr das, wie sich das reinklappt? Also das geht eigentlich auch automatisch. Und dann kann man sich das einmal so komplett im Ziehharmonika-Effekt platt drücken. Und hat dann so eine Form aus dem Ganzen bekommen. Und so können wir uns das Ganze jetzt in unsere Innenkarte kleben. So, und dann legt euch das einfach mal innen rein in eure Karte und haltet es euch mal hin, wie das ausschauen soll. Also, dass ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie muss die Karte denn jetzt komplett zusammengebaut werden. Und dann können wir uns einfach, also ich habe mir das jetzt so reingelegt, Achtung, die Klebe, also diese kleine Faltlasche, die ist jetzt hier unten, gell? Und dann mache ich mir einfach hier den Flüssigkleber drauf. Einmal komplett. Leg mir das schön hier an.
in die Mitte. Und klebe mir das einmal richtig fest an. So, und jetzt müssen wir nur noch unseren unteren Teil festkleben und dann haben wir das schon mal geschafft, dass dieser Pop-up-Mechanismus funktioniert und gut ausschaut. Einfach Flüssigkleber drauf und die Karte zumachen. Einmal gut andrücken. Und dann kann man das Ganze einmal so aufklappen und das sieht total schön aus. Es funktioniert super. Ui, bin ich froh. Ja, das sieht echt toll aus. Und das Holzpapier, das macht sich da auch wirklich super gut dazu mit diesen Linien, mit diesen Holzlinien. Sehr schön. Ja, jetzt geht es nur noch an die Restdeko. Das werden wir jetzt auch noch schaffen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Es wird, glaube ich, wieder ein ziemlich langes und sehr aufwendiges Video. Aber ja. Wir machen jetzt mit der Restdeko weiter. Ich muss jetzt kurz die Speicherkarte erneuern, die zeigt mir nur noch eine Minute und dann sehen wir uns gleich. So ihr Lieben, und wenn euch jetzt hier oben irgendwas ein bisschen so übersteht, bei mir ist so ein ganz, ganz kleiner Rand hier, den könnt ihr euch einfach mit der Schere noch abschneiden. Also einfach, dass es noch perfekter aussieht. So. Und schon, ja, schon ist gut, schon ist unser Pop-up-Effekt fertig. Und jetzt geht es noch an die restliche Deko. Also wichtig ist, wir müssen noch an die Magnete denken auf jeden Fall. Als erstes können wir uns aber die Rückseite ankleben. Das ist ja dieses marinefarbene Papier mit dem weißen, das ich bestempelt habe. Das mache ich auch einfach mit Flüssigkleber drauf. Dann werden unsere ganzen Elemente wieder weniger, die noch auf die Karte sollen. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Rückseite, wo man wirklich noch schön was unterbringen kann an Text für die Lieben. Ich kann euch jetzt auch wieder ein bisschen näher rannehmen, bin ich so weit weg. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns noch einen Magnet einbauen. Also hier habe ich es mir schon hingemalt auf meine Frontseite, auf die Rückseite. Und dann kommt natürlich auf eine Lasche auch noch ein Magnet. Und zwar auf diese Innenlasche kommt der Magnet. Der kommt dann unter das Designerpapier, dass man das nicht sieht. Und von dem her können wir uns auf unsere äußere Lasche hier schon mal das Designerpapier mal aufkleben. Dann haben wir wirklich nicht mehr viel auf dem Tisch liegen. So. Und jetzt schnappe ich mir zwei Magnete. Ich habe hier einfach so 100er Magnete. Die sind auch in der Infobox. Wenn ihr welche braucht, könnt ihr mal nachschauen. Unter dem Video in der Infobox habe ich euch die verlinkt. Da brauchen wir jetzt ein paar. Und zwar 4 Stück. Und das sind jetzt keine, die selber kleben, sondern die muss man noch ankleben. Das heißt, ich nehme mir immer ganz gerne für die diese Mini-Klebepunkte und klebe mir jetzt einfach auf ein Pärchen unten eins. Also ich mache jetzt erstmal ein Pärchen, also ein Doppelpack. Ich habe jetzt hier unten den Kleber, wo es jetzt auf meinem Finger klebt und mache mir auf die andere Seite auch noch einen Klebepunkt. Ich habe jetzt oben einen Klebepunkt und unten einen Klebepunkt und setze mir das jetzt einfach mal. Mal überlegen, wie wir es am besten setzen. Also relativ weit oben von der Lasche, aber nicht so weit, dass es ganz am Rand ist. Ich zeige es euch auch gleich nah. Ich setze mir das jetzt einmal hier auf. Ich glaube, so passt es ganz gut. Also so von der Tiefe ist es vielleicht ein Zentimeter oder so, dass man das auf der einen Seite hinsetzt und dann auch noch die andere Seite. Und dadurch, dass da jetzt schon der Kleber dran ist, kann ich mir das einfach so zuklappen und der zweite Magnet hat hier jetzt schon seine richtige Position. Dann schnappe ich mir mein zweites Pärchen, das liegt jetzt hier, setze mir das wieder auf der einen Seite auf einen Klebepunkt auf und auf der anderen Seite auch. Ihr seht es hoffentlich ganz gut, also ich habe hier mein Pärchen und jetzt ist hier und hier unten der Kleber drauf und da setze ich mir das jetzt hier drüben auch noch so hin. Auch ungefähr einen Zentimeter. Und auch hier mal ist wieder so, ich klappe mir das Ganze einmal zu, drücke mir jetzt an und dann habe ich durch diesen Klebepunkt gleich meine Kleber richtig kleben. Meine Magnete richtig kleben. Und da mache ich es jetzt immer so bei meinen Magneten eigentlich, dass ich mir noch ein Stück Gläser drüber klebe, über alle 4. Achtet einfach darauf, dass es nicht dann nachher zu sehen ist. Also wenn man hier zu weit drüber den Gläser macht, zu lang sollte eigentlich nicht sein. Dann sieht man den nachher natürlich, wenn das Papier nicht ausreicht. Deswegen hier lieber kürzer lassen. Unten auch.
Schon einmal gut drüber kleben, aber nicht zu lang machen. Und dann bleiben die auch an Ort und Stelle. Das ist einfach nochmal so eine Sicherheit, die ich eigentlich immer mache. Genau, und dann kann einfach mein Designerpapier schon drüber geklebt werden. Zu guter Letzt schnappe ich mir noch die Glitzis und mache mir einfach hier auf die Innenseite auch noch zwei, drei so Glitzersteinchen drauf. Das finde ich ganz hübsch. Wie so kleine Leuchtsterne noch zwischendrin. Noch einmal drei. Hier oben noch einen. Ja, vielleicht hier. So. Dann habe ich hier noch ein bisschen Deko. Glitzersteine habe ich auch hier unten um die Schrift gemacht. Hier oben möchte ich euch noch einen wichtigen Tipp geben, denn das ist bei meiner Karte, bei der ersten Karte schiefgegangen. Wenn man diese Karte so vor sich hat, dann möchte man die Deko ja immer weiter nach unten machen normalerweise. Also ihr seht es jetzt hier an meiner Musterkarte, da habe ich jetzt keine Striche, also keinen Boden unten hin gemalt. Und da habe ich zuerst dieses ganze Element viel weiter nach unten geklebt, weil es ja einfach, aber man muss ja immer an diese Lasche denken, die dann auch hochkommt. Also klebt euch auf jeden Fall die Deko nicht so weit nach unten. Denkt an die Lasche, die dann noch hochkommt. So sieht das Ganze jetzt aus und da ist wirklich wichtig, dass das ganze Element hier ziemlich weit oben ist. Genau, also hier vorne habe ich auch noch ein paar Glitzis hingemacht. Und so sieht unsere Karte jetzt aus, Mensch, wir haben es geschafft. Super, ich hoffe, ihr seid immer noch dabei, Mensch. Das ist wirklich ein langes Video geworden, glaube ich. Jetzt kann man sie nochmal so schön aufpoppen lassen, es ist wirklich eine ganz traumhaft schöne Karte. Ja, ich zeige euch nochmal kurz alles, was ihr so zu sehen was ihr so anschauen könnt an der Karte, an Deko. Und ja, ich hoffe, die Karte gefällt euch gut. Ich hoffe, ihr habt da viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, nehmt euch Zeit, macht es in Ruhe und dann klappt es auch. Ihr könntet hier vorne jetzt noch was drauf machen, einen Spruch oder irgendwas. Hier sind diese kleinen Sternchen, das passt auch ganz gut. Hier habe ich übrigens mit diesem Papier gearbeitet, das damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Sternenhimmel oder so. Das ist ein älteres Papier, dieses Designerpapier und auch dieses Strichpapier, das sind hinten drauf die Sterne. Das fand ich passt auch ganz gut, aber mir gefällt es jetzt hier innen auf jeden Fall mit dem Holzpapier fast noch besser. Das schaut noch ein bisschen schöner aus, schaut noch ein bisschen mehr nach Krippe aus. Also ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video komplett gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Drückt dabei diese Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein Video hochlade. Und schaut gerne weiter vorbei, mein Adventskalender geht ja gerade erst los, also ihr seid herzlich eingeladen, den mit mir durchzumachen. Es kommen noch ein paar Ideen für Krippen to go, die nicht ganz so aufwendig sind. Auch aufwendig natürlich ist es immer bei einer Krippe to go, aber nicht ganz so krass wie diese Karte. Also das ist schon wirklich mein absoluter, ja, war auch für mich jetzt schwierig nach dem Basteln, weil ich habe das alles schon viel früher hergerichtet gehabt. Also die Ideen für den Adventskalender stehen eigentlich schon seit, ja, ich glaube seit auf jeden Fall September oder sogar schon August und damals habe ich eben angefangen, die Ideen zu entwickeln, mir zu erarbeiten, wie die Karten funktionieren und dann die ganzen Materialpakete schon hergerichtet. Und deswegen ist es auch für mich im Video dann schwierig, wenn ich schon eine Weile nicht mehr gebastelt habe, wie das eigentlich alles funktioniert hat. Deswegen hoffe ich, dass das Video trotzdem ganz gut für euch geworden ist, die Erklärung passt und ich wünsche euch da viel Spaß beim Nachbasteln und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann, macht es gut. Tschüss!